Hallöchen Leute, bin ich wieder, Conny von Panic Hut Zentrum mit einer neuen Aufnahme von Assassin's Creed 2. Yay! Ups, da ist meine Uhr umgefallen. Erstmal direkt wieder aufstellen. Und wieder umgefallen. Und wieder umgefallen. Neuigkeiten aus Übersee. So, es jetzt gibt aber. Gerüchte also, über Unruhen, wir, oh, hier, erstmal sehr schön untexturiert. Und die 10, um einen Handlungsplan so, also, zu beschließen. In der letzten Aufnahme hatten wir ja, was hatten wir da gemacht? Ich glaube, wir haben den neuen Dogen getötet, soweit ich mich erinnern kann. Und dann sollten wir hier zu unserem Kumpel gehen, weil da hier ein Bote kam. Bitte! Sorry. Nö, ist gar nicht umgefallen, okay. So, also. Was ist Ihnen gefahren? Wie mache ich das jetzt am blödesten? Na komm, gehen wir außen rum, gehen wir den richtigen Weg. So. Ich bin mal gespannt, wie lange überhaupt das Spiel noch funktioniert. Also, wie lange die Kampagne noch da ist, weil wir ja doch schon recht viel gemacht haben. Also viel kann auf jeden Fall nicht mehr da sein, viel passieren. Also ich weiß jetzt auch gar nicht, wie viel noch passiert oder wen wir jetzt noch umbringen müssen oder wie auch immer. Da seid ihr ja. Kommt, Ezio. Ich möchte euch einen Geschäftspartner vorstellen. Agostino Barbarigo, zukünftiger Doge von Venedig. Dank euch. Eine große Ehre, eure Bekanntschaft zu machen, Doge. Der Verlust eures Bruders tut mir leid. Er ist selbst schuld. Er wurde von den Borgia gekauft und bezahlt. Ein Fehler, den ich sicher nicht machen werde. Kommt, Ezio. Wir haben viel zu bereden. Wenn du Scheiße baust. Wir haben Silvio Barbarigo gefunden. Er floh ins Arsenale. Ha! Floh! Er hat es besetzt. Mit 200 Söldnern an seiner Seite. Ihr seid der Doge. Könnt ihr ihn nicht befehlen, aufzugeben? Das Kollegium der 41 muss meinen Aufstieg erst noch bestätigen. Und der Streit mit Silvio hat die ganze Sache nur noch schlimmer gemacht. Er hat den Befehl über eine ganze Armee. Dann helft mir, meine eigene aufzubauen. Ich dachte mir, dass ihr das sagt. Bartolomeo Dalviano ist der Mann, den ihr sucht. Er und seine Männer hassen Silvio. Er wohnt mitten im Militärbezirk, südwestlich des Arsenale. Va bene. Ich gehe und suche ihn. Okay, gleich erstmal 2000 Florin bekommen. Oh ja. So, und jetzt werden wir zum Arsenale gehen. Genau, wir müssen nur noch die dem Homo töten. Töten den Homo. Und dann schauen wir mal, was so. Was war das denn wohl? Lass ab von mir, Mist Kerl! Wache! Nein! Nein! BTF! Ich bin unschuldig. Okay. Okay. Das hat niemand gesehen. Gibt's hier, muss ich darüber schwimmen? Boah, ich habe keinen Bock zu schwimmen, ey. Ach, Leute, ich habe keinen Bock zu schwimmen. Ist auch besser geworden seit der letzten Aufnahme, die ich vor 2 Tagen gemacht habe, glaube ich. Ist das mit meiner Krankheit wieder ein wenig besser geworden? Ich denke, das hört man aber. Die Allergie ist eigentlich mehr oder weniger unterdrückt. Und, sich um, so wie der das macht. Ach komm, jo. Und die Krankheit, die ist am Abschwellen schon mal. Am besser werden. Und nicht passieren. Geht. Ja, das will ja eigentlich auch nicht passieren, ne? Ja, deswegen hört sich das jetzt auch alles ein bisschen besser an. Ich bin hier voll am Kämpfen und bringt sogar Zivilisten um. Und das hier der Doge-Palast, bei dem müsste ich eigentlich freier Zutritt haben, ja. Aber naja. Naja, ne? Salute. Hallo. Hallo, 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 danke. Ist mir weggeschleudert, ist mir auf die Schnauze gehauen. Die sollte ich vielleicht nicht unbedingt. Hilfe! Wo ist denn der? Bitte!
Hilfe! Ah. Hallo. Ihr seid einer von Bartholomäus Männern. Was ist passiert? Wo ist er? Silvius Männer griffen an, brachten ihn tiefer in den Bezirk. Nördlich von hier. Boah, da hinten im Hintergrund juckt noch Requiescat in pace. Da hinten ist noch einer. Boah, ist das geil texturiert. Akzeptieren, Mann. Ey, Junge. Du haust jetzt voll auf die Schnauze, Junge. Du machst schon Messer Bauch. So. Müssen wir erstmal auswendig machen, den guten Kerl. Eins. Alli hopp, alli hopp, alli hopp. Alli dann. Alli hopp. Na, Ju, da! So, den hätten wir dann mal. Ich will den eigentlich nicht besteigen. Ich will nur auf die andere Seite. Oh. Oh, Glück. Nein! Da war eine Scheißkante! Oh, Kacke. Ich wollte gerade sagen, ey, das Wasser, toll. Nee, scheiße. Dann werden wir jetzt nochmal dahin gehen und werden das gleiche nochmal machen, ne? Wir werden jetzt einfach nochmal da drauf springen und uns nochmal in den Tod. Geh mir besser aus den Augen! Sofort! Komm, dann gehe ich gerade hier rüber. Kann ich auch gerade das Ding hier abreißen. So, dann habe ich das nämlich auch hinter mir. Das oder wirst du nicht. Eine Feder. Elende Feiglinge! Was willst du hier? Ich bin hier, Fratellum! Nur selbst Zeit mit einem Mann! Feigen Armen hinter dem Rücken fesseln! Also ich glaube, wir haben die auf jeden Fall gefunden. Und ich werde es euch gerne demonstrieren, ihr elenden Dreckschweine! Verehrte Bürger, in seiner Weisheit hat der untere Rat erlaubt, dass die Handelswege mit den Haaren stehen, der Piratenküste... Keinen Mut, keine Tugend! Und das Volk fragt sich, warum Venedigs Stern verblasst! Also als erstes mal... Okay. Ich werde dem Plan erweisen, der die Courage hat, sich zu befreien. Alle anderen von euch werden sterben durch meine Hand. Ich schwöre. Guter Versuch. Nein, die werden dann wohl eher durch meine Hand sterben. Welcher Mann verkauft seine Ehre und seine Würde schon für ein paar Münzen? Wisst ihr denn nicht, dass ihr einem Verräter und Feigling dient? Und hier ist Marsch. Hier gibt es nichts. Haltet die Deckung auf. Irgendwann wird er müde. Glaubt ihr denn, ich wisse nicht, warum ihr mich angekettet habt? Glaubt ihr, ich wisse nicht, wer an Silvius Fäden zieht? Ich habe dieses Wiesel von einem Herrn. Man munkelt, dass das neue Gerät aus Padua wahre Wunder mit einem noch gar nicht geboren war. Das ist schön für das neue Gerät, dass das so toll ist. Presto, presto! Lasst mich aus! Lasst mich! Das wurde aber auch Zeit! Ich weiß nicht, ob ich euch küssen oder ohrfeigen soll. Vielleicht beides, zur Sicherheit. Ihr habt völlig recht. Wer seid ihr? Ich bin Ezio Auditore da Firenze. Ich bin hier, um euch zu retten. Mal sehen, wer am Ende wen rettet. Was meint ihr denn? Da unten! Haltet sie! Hose auf Zeit! Endlich wird die Sache interessant! Jo, was für ein Spiel! Der Typ ist ein bisschen bekloppt wohl. Wir, was du kannst. Ja, Bartholomew, Moment. Moment, machst ja nichts mit deinem Besen, wo auch immer, warum du auch immer du mit dem Besen kämpfst. Gut, hier, Madon. Wir sollten los. Korrekt. Da sind noch Köpfe zum Ein. Nur erstmal gerade heilen.
Ich meine, wenn wir schon hier sind, ne, sollte erst vielleicht sollten wir versuchen, Konflikte zu vermeiden. Warum? Habt ihr Angst? Nein, es ist nur, dass sie uns 100-1 überlegen sind. Wie ihr wollt, Bellamia. Achtet auf den Großen. Er wird Dante genannt. Die meisten von Silvios Männern können nichts, aber er bedeutet Ärger. Hier sind überall Ärzte auf dem Weg. Ah, süße Freiheit, wie ich dich vermisst habe. Silvio hat seine Leute geschickt, um euer Haus zu plündern. Bereitet euch für den Kampf. Schon passiert. Scheiße. Endlich wird die Sache interessant. Die angeheuerte Gruppe wird angegriffen. Ich habe eine angeheuerte Gruppe. Wie bitte was? Ich wurde wahrscheinlich eher wieder angegriffen. Gut, das wollte ich. Ich wollte einfach nur hinter denen und dann... Sind wir schon da? Jo, eigentlich sind wir schon da. Das war easy. Mir nach. Wenn ihr euer Leben liebt, gebt ihr auf. Niemals! Was ist das Leben wert, wenn man nicht frei ist, hä? Ich gehe nicht in den Käfig zurück. Dann werdet ihr hier sterben. Tötet sie! Lachu, du wirst nicht entkommen! Wir waren an. Was war das denn? Ist der einfach umgefallen? Den Hauptmann und dem seine Wache besiegen. Ich glaube, den Hauptmann habe ich schon. Woher hat denn eigentlich Bartolomeo? Jetzt auf einmal ein Schwert. Gerade eben hat er doch mit dem Besen gekippt. Anhalten. Was haben die hier nur angerichtet? Bianca, hoffentlich geht es dir gut. Oh, und dann direkt mal die nächste Mission, ne? Bianca! Bianca! Ist alles in Ordnung? Was denkt ihr denn? Schaut euch nur um! Und die arme Bianca, wenn ihr etwas geschehen ist... Bianca ist keine Frau, nur so zur Info. Oh, meine Liebste. Gott sei Dank geht es dir gut. Das ist nämlich Bianca. Ezio? Das ist Bianca. Bianca? Ezio. Entzückt? Also, ich weiß eure Namen, aber nicht, warum ihr hier seid. Es sind Geschäfte mit Silvio Barbarigo. Könnt ihr mir helfen? Ah, es wäre mir eine Ehre. Aber es wird mehr brauchen als nur uns zwei. Drei, um seine Streitmacht zu schwächen. Was meint ihr, was zu tun ist? Ich gehe und bereite meine Leute vor. In der Zwischenzeit befreit ihr die, die bei Silvios Angriff gefangen wurden. Mein Gewissen sagt mir, dass ich sie nicht zurücklassen darf. Verstanden. Ich werde mich darum kümmern. Viel Glück da draußen, Ezio. Ich brauch doch kein Glück, Alter. Die mach ich platt, Mann. Yeah. So, mach ich platt. Erstmal wieder auf die Klingen. Komm, dann geh ich mal schnell hoch. Vergib mir, Herr, ich wollte euch nicht beleidigen. Ja, das will ich auch für dich hoffen. Sollen sich bitte bewerben, dass Signore Carpaccio nicht mehr verfügbar ist. So, dann einmal synchronisieren, bitte. Bei irgendeiner Kirche wohl, oder? Kirche, ist das Kirche? Ne, das ist keine Kirche. Ich weiß es nicht. Da es Berichte über einen Ausbruch der Pest dort gibt. Bitte besucht sofort einen Doktor, um das ganze Volk zu schützen. Da ist direkt noch ein. Kenne den Mann, das könnte mir bekannt sein. Da ist prinzipiell direkt noch ein Adler aus. Guck hier. Oh nee, daran will ich nicht teilhaben. Die heilige Jungfrau und. Oh, 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 oh. Was ist hier los? Was wollt ihr mich die ganze Zeit foltern? Oder warum tut ihr das?
So, dann hauen wir richtig mal down. So, Seitenschritt, bam. Counter, okay. Das war Nummer 1. Und dann ist er jetzt geschwächt, dann können wir jetzt auch killen. Au. Arm. Liegt hier ein bisschen bescheiden gerade. Vielen Dank für die Hilfe, Freund. Wir würden mit euch kämpfen, wenn ihr uns wollt. Folgt mir nach. So, dann kommen sie mal mit, die Herren. Alle Reisende, die aus der Gegend der jetzt wirst du bezahlen. Ich komme mit dir den Schaden. Frage ist, also die haben mich jetzt nicht angegriffen. Vielleicht. Die Frage ist, ob das jetzt überhaupt so sinnvoll war, die anzugreifen, weil irgendwie ja nicht, ne? Ich glaube, die kann ich nicht verändern, weil die so schwere Angriffe machen. Den noch. Okay. Ja. Easy. Animani! Animani! Guck mal, den ich jetzt rumrempel. Bam. Das gesehen, Junge. Junge! Ich sollte hier verschwinden! Und bam! Laju, da ist er! Auf ihn! Es gibt nur eine Lösung für Filzläuse. Was ist denn für eine? Ich hab genug von dir! Was gibt's denn für eine Lösung gegen Filzläuse? So, du auch noch. Okay, die halten sowieso nichts aus. So, die nächsten haben auch noch befreit. Wir sind bei euch, Freund. Geht einfach voran. Seguini. Jetzt hast du es geschafft, Bastardo! So. Ich hab eine riesen Armee dabei. Oh ja. Ich glaube, ich hätte darüber gemusst. Mist. Oh, wirklich? Die Faccio und Kolo Cosi. Was ist nur aus unserem Schiff? Ey, so das heißt, Alter. Du bist hier, du bist hier sogar noch im Adligen Ding, du bist beim Doge, Mann. Was soll das heißen, Alter? Können wir mal Platz machen? Ja, nee, dann muss ich zurück. Muss ich doch drüben über die Brücke. Hat das was mit euch zu tun? Was findest du das lustig? Nein, nein! Ich hab doch auf den gesehen! Oh, Heide! Oh, adesso basta! Hier bringe ich Manieren bei! Du hast eine Grenze überschritten, Bastardo! Ich sehe gerade ein bisschen bescheiden. Das ist ganz anders gelaufen, als ich wollte. Erstens, dass ich einen Zivilist gekillt habe, obwohl das alles andere als meine Absicht war. Und dann, dass ich hier gerade so mächtig auf die Schnauze bekommen habe. War wirklich mächtig auf die Schnauze. Du brichst die Regeln. Auf jeden Fall nicht mehr, ne? Ich habe ihn! Habe ich eigentlich das stärkste Schwert? Ich meine, ich habe 60.000 plus im Moment. Mein Freund, bleib standhaft. Endlich dich die Wand für uns. Okay. Gut, hier lang. Okay, dass wir uns überhaupt angreifen. Ich meine, wir sind so viele. Dass in einer Woche ein Maskenball vor dem Palazzo Dandolo stattfinden wird. Das könnte unser Mann sein. Ich bin mir sicher. Und jetzt wird er Silvio weitergereicht wie ein Hund. Das ist gefährlich. Da sind uns zwei Schwerträger. Trader kommen. Noch einer von oben. Das war dann wohl ein Bogen. Das ist ein da! Auf ihn! Schade. Das sah gerade eigentlich ganz gut aus, dass ich
Ich kann... Ich glaube nicht, dass ich den countern kann. Deswegen, direkt lieber Seitschritt und dann... Das weiß ich, dass das funktioniert, ne? Ich bin hier unsichtbar. Bleib dran. So, dann machen wir die auch noch auf. Wir gehen mit euch. Gemeinsam werden wir die Barbarigo vernichten. Es sind alle weg. So viel zum Thema, ihr geht mit mir. Ihr seid alle weggegangen, was ist das denn? Ein Stück Fleisch. Das ist wahrscheinlich das Tor zur See. Bam, 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 bam. Macht mal ein bisschen Platz. Ich hab schon wieder Geld. Das waren jetzt 20 Minuten. Jo. Okay, gut. Schneller ist gelaufen, als ich dachte. Das ging wahrscheinlich ganz schnell. Wie schnell man die Zeit rumkriegt hier manchmal. Was zum... So, frisch gefangene Dodore. Igel. Wer braucht einen Aderlass? Dodore. Das war's. So. Komm jederzeit wieder. Ich komme jederzeit wieder. Vielleicht nicht unbedingt zu dir, aber zu deinem deiner Kollegen. Auf jeden Fall. Salve, Ezio. Willkommen. Und gut gemacht. Mein Heer erstrahlt in altem Glanz. Jetzt wird Silvio erkennen, was für einen Fehler er gemacht hat. Wie sollen wir vorgehen? Ein direkter Angriff auf das Arsenale? Nein, sie würden uns am Tor massakrieren. Ich habe einen anderen Plan. Nehmt meine Männer und verteilt sie im Bezirk. Der Ärger, den sie machen, wird Silvio zwingen, die meisten seiner Wachen abzustellen. Und wenn das Arsenale etwas leerer ist, kann ich hinein und ihn töten. Esatto! Ihr werdet kaum Gegner haben. Hoffentlich schluckt er den Köder. Oh, keine Sorge. Das wird er. Naja, ist mir auch egal. Ich mache alle platt. Position beziehen. Söldner zu strategischen Zielen machen.